So, zack. Oh, das sind so doofe Gegner. Ja, genau das meine ich. Die spawnen nämlich viel zu vielen anderen Scheiß. Das ist Nerven an den Viechern hier. So. Und noch mehr Bomben. Wie wäre es mit einer Bombs-Arkies-Pille? Da wäre ich jetzt irgendwie voll dafür irgendwo. Ey, ich krieg weder den Itemraum noch meinen Shop hier jetzt. Ist es euer Ernst? Das ist echt, das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig, Leute. So, zack, zack. Ja, es sollte aber jetzt auch kein Problem sein, Mom hier kalt zu machen. So, zack und zack. Ja, komm mal, das haben wir doch gleich. Isaac. Haben wir doch gleich schon hinter uns. So, komm, komm. Nein, nein, nein. Ah, oh, jetzt bin ich reingejumpt. Ich Doofkopf. Hey, don't do this, Mom. Please chilling. Chilling, Blitze. So. Ich möchte da rein. Okay. Das schützt mich, glaube ich. So, wir machen einmal die ganzen Dinger hier kaputt. In der Hoffnung, es gibt vielleicht noch ein paar blaue Herze für mich. Blaue Herze, Blitze, no, 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 you sing. Ich komme hier nicht mehr raus. Oh, ich vergesse immer, dass man hier nicht mehr rauskommt aus dem Marmkampf. Ich wollte doch das Herz mir noch einsammeln, das Weiße. Oh, Mann, das ist ein frisch verloren gegangenes Stockwerk. Weder Shop noch Itemraum noch mein HP abbekommen in dem Stockwerk. Das ist dezent scheiße, wenn man das mal so sagen darf. Na gut. Schauen wir mal, wie weit wir kommen mit dem Line-up an Items, was wir hier haben. Ich bin ja noch ein bisschen... Oh Gott. Ja, das ist... Ich glaube nicht, dass wir so weit kommen noch. Oh Gott, was ist denn hier los? Go away, Blätze. Oh Gott, so ein Grüner. Die Grünen sind am schlimmsten. So. Wow, Kacke, Kacke, Kacke. Im wahrsten Sinne des Wortes ganz schön Kacke hier. Wow. Ich nehme lieber mal das hier, bevor die mich anrennen. Ich kenne mein Geschick. Und dann verliere ich unnötig Energie. So, dankeschön. Destroy this shit. Destroy this shit. And this shit. And this shit. Na gut. Wow. Oh Gott. Er ist aber jetzt nicht so krass, finde ich. Sieht schlimmer aus, als es ist, glaube ich. Die gehen ja ziemlich schnell kaputt, zum Glück. So, zack und zack. Und noch mehr Bomben. Ja, danke für die Bomben. Wow. Und wow. Ich habe immer noch keinen Schlüssel, fällt mir gerade auf. Naja. Der schlüssellose Run. Oh, 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 danke schön. Nehme ich doch gleich mal hier für... Nein, bestimmt nicht dafür. Bestimmt nicht dafür, Leute. Oh, oh Mann. Ich renn aber auch wirklich gerade richtig dumm in alles rein. So, Energie. Woo, voll gut. Und noch mehr Kacke. Bam, bam, bam. Kacke, Kacke, Kacke. Blub. Okay. Und noch mehr Truhen, die ich nicht öffnen kann. Juhu. Und wo ist denn mein Boss? Ich suche einen Boss. Hier ist kein Boss. Geh kaputt. Geh kaputt. Geh kaputt. Geh kaputt. Hm. Hier ist auch kein Boss. Beziehungsweise hier ist schon ein Boss, aber nicht der Boss, den ich suche, sondern nur ein Larry-Verschnitt, den kein Mensch braucht. Und ein blaues Herz. Oh yeah. Bin so glücklich. Dann soll ich das mitnehmen? Ich meine, ich werde vielleicht gar kein Trinket mehr bekommen. Und das zieht wenigstens ein bisschen was von der Energie von dem Bosse ab. Ach komm, ich nehme es mit. Leute, wir haben ein geiles Trinket, welches es tut, machen soll, dass die Bosse ein bisschen weniger Energie haben. Aber das Schlimme oder das Negative an diesem Trinket ist, ja, ihr seht schon, wir können das Trinket jetzt nicht mehr wechseln. Haha, weil das bleibt für immer jetzt bei uns während des Runs.
Und da haben wir Mr. Fred. Und ihr seht schon, er hat jetzt ein bisschen weniger Energie gehabt zum Beginn des Kampfes. Ja, das ist halt wegen dem Trinket. Das macht halt, dass wir ein bisschen KP schon am Anfang abgezogen haben. So, und der kann ja mal herkommen jetzt. Komm, mein Freund, Freddy Boy, du musst sterben, außer wenn ich in deine Dinger reinrenne und du mich tötest. Ich treffe ihn, auch wenn ich ihn nicht krass treffe, aber ich treffe ihn. So. So, jetzt stirb, beim nächsten Schuss musst du doch tot sein, komm schon, ja, voila. Und Squeezy! Tears up! Sehr schön. Ein bisschen mehr Tears ist immer gut. Und sogar noch ein paar blauen Herzen. Das ist sehr nett. Gut. Das ist wenigstens ein Item, welches ich gebrauchen kann. Weil ein bisschen Tears up mit dem Dreierschuss, da kann man nicht nein sagen. Jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Schaden und dann wäre alles ganz schön cool. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt noch ein Schadens-Upgrade kriege. Außer es kommt vielleicht noch ein Satan-Raum, also ein Opferraum. Wow. Und dann könnte man vielleicht, wenn man Glück haben, sich noch irgendwas holen für den Schaden abzugraden. Oder auch nicht, wenn man hier sinnlos in Gegner reinrennt und stirbt. Aber wir haben zum Glück dieses Item bekommen, diese Barze oder was es war. Damit wir hier bloß noch halben Schaden nehmen, das ist sehr gut. Weil normalerweise würden wir hier ab dem Stockwerk oder ab dem letzten Stockwerk ja den doppelten Schaden nehmen. Sprich ein ganzes Herz pro Schadensdingens, Bummens, ihr versteht. Haha, ihr trefft mich nicht, ihr seid ganz schön scheiße. Der Matchstick, den wir uns nicht holen können. Wow. Oh Gott, ich muss mal, glaube ich, schon wieder mein Büchlein benutzen. Because it is zu viel los hier. So, sehr schön. War aber leider Gottes nicht der Weg, den ich wollte. Mann, ihr haltet aber auch ein bisschen viel aus. Kann es sein? Komm schon. Jawolla. So, zack. Kein Problem. Oh, wir haben einen Schlüssel bekommen, Leute. Wir haben jetzt schon zwei Schlüssel. Ist es nicht cool? Oh ja. Ach komm, leck mich. Leck mich doch. Ich renne einfach mit meinem Schutzschild hier rum. Da kann keiner was sagen. Die machen so geile Effekte, wenn man sie killt. So. Das ist so geil irgendwie. Noch mehr Keys. Die nehme ich sogar mit aus Prinzip. Einfach nur, damit ich ein paar Schlüssel in dem Run habe. Yeah. Oh Mann. Ich hasse diesen Gegner so sehr. Er ist so schrecklich. Okay, ging aber ganz gut. Und noch mehr Pillen. Pretty Fly. Oh yeah. Mann, die Herzen halten aber auch was aus hier. Komm schon. Okay, Leute. Auf zum Boss. It lives. So, wir nehmen mal hier am Anfang gleich schon mal den Schutz, damit wir hier die Augen platt machen können. Ja, okay, das sollte aber klappen. Einfach immer draufballern und gut ist. Aua. Zack, zack, zack. Komm ich da irgendwie durch? Ja, okay, wir haben es ja gleich. Einfach nicht so viel Schaden nehmen. Sehr gut. Und cool. So, wir haben, glaube ich, das Dunkle genommen. Das Negativ haben wir genommen, ne? Wir haben das Negativ genommen. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Das heißt, es geht ab in die Tiefen für uns. Oh yeah. So. Nö. Wow. Ich hätte gerne mal noch ein paar Items. Wie wäre es, wenn hier einfach ein paar Items noch auftauchen würden? Weil mit dem Setup, was ich jetzt so habe, ich weiß nicht, ob das reicht. Ich weiß nicht. Ich habe auch ein bisschen wenig Energie, ne? Wir haben scheißen wenig Energie, Leute. So. Oh Gott.
Ich möchte es nicht riskieren. Wir haben ja das Buch noch. Man sollte es einsetzen, wenn man es hat. So. Oh Gott, und es hört schon auf mit der Wirkung. Eieieiei, nein, nein. Oh Gott, das ist hier los. Diese scheiß Viecher hier. Noch jemand? Oh Gott, du lebst ja noch eins von denen. Isaac. Komischer Night Isaac. Komm her. Wuhu, noch ein Item, was wir nicht nehmen können, weil wir schon die Dingens haben, die Zecke haben. Alter, don't hier tech mich. Immer diese Technology-Leute hier. Ja, wo wollen wir denn hin? Pride, hallöchen du. Du bist jetzt auch nicht gerade der Gegner, muss man ja schon mal sagen. Bum, 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 bum. Justice. Oh ja, das ist hier, das ist Gerechtigkeit hier. Wow. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Da nehme ich doch auch gerne meinen Schutz wieder. Weil das ist mir dann schon ein bisschen zu heikel. So, trotzdem. Oh nein, 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 nein. 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 Wow. 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 Komm, stirb. Einfach. Gut. Energy. Oh, Doppel-Loki. Sollte aber jetzt nicht so das Mega-Problem sein, denke ich. So, einer sollte jetzt eigentlich hinüber sein. Ja. So, und du solltest auch mal die Fliege machen. Und du bist tot. Sehr schön. Das sind auch so unfaire Gegner, ne? Einfach mal so unsichtbar machen. No, wow, wow. Die Fliege hat mich gerettet. Dankeschön, Fliegi. Okay, das ist jetzt nicht so die Herausforderung. Ihr seid ja alle angekettet. Noch zumindest. Das bleibt auch so. Dankeschön. So. Oh, da haben wir ja den Boss auch schon. Komm, mach A. Mach A. Oh, wir haben noch einen Schlüssel bekommen, Leute. Woohoo. So, ich würde sagen, wir gehen einfach zum Boss und scheiß drauf. So. Yeah. Gerade noch so bekommen. So, wow. Ach komm, ich nehme einfach hier das. Das ist die nervenste Phase, finde ich irgendwie so. Das und der nächste hier. Das hier ist auch noch ein bisschen nervend. Aber wir haben ja den, wir haben ja die gute Dingens, die Zecke. Die macht ja ein bisschen Schaden schon. Das ist gut. Und wenn wir ein bisschen Schaden, glaube ich, schon nehmen, dann füllt ja auch unser Item noch auf. Wir haben ja auch diese Nonnenkappe Dingens. So, du bist kaputt. Und da kommen noch deine großen, gefährlichen Beine, die mich sogar treffen irgendwie, weil ich so blöde bin. Autsch, komm, ganz, ganz ruhig, chillt euer Leben. Ja, komm, komm, zack, 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 zack. Ja. So, jetzt muss ich, ah, scheiße, ich stell mich gerade ein bisschen dämlich dran. Ein bisschen. Oh Gott, ernsthaft, was tue ich? Ich habe mich echt gerade ein bisschen doof drangestellt, muss man schon sagen. Und wir haben Mom's Knife freigeschaltet. Das ist geil. Mom's Knife ist ein richtig, richtig geiles Item. Ich brauche Energie. Gib mir mal ein bisschen Energy. Hier liegt noch ein bisschen Energie. Oh, das war blöd. Da wollte ich gar nicht rein. Aber ist jetzt gar nicht so schwer gewesen. Energy. More Energy. Dankeschön. Ja, mit 4 Herzen jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen. da rein. Wie heißt das Ganze hier eigentlich? Wie heißt diese Ebene? Ich weiß das nämlich gar nicht. Dark Room. Oh, wir sind im Dark Room, Leute. Und das sind Bomben und Herzen und noch mehr Guppies Kram. Oh, das war eine dumme. Das war eine ganz dumme Entscheidung. Ich vergesse jedes Mal, dass man mit diesem Item seine Herzen geklaut kriegt. Ich vergesse es jedes Mal. Tears up und noch eine Pretty Fly. Okay, Leute. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war ein ekliger Raum, sag ich euch. Und die Toxic Tears oder was auch immer. Was zur Hölle ist das hier denn? Das sieht merkwürdig aus. Okay. Ich hoffe einfach mal, wir machen jetzt ein bisschen Schaden hiermit. Das fliegt auf jeden Fall durch die Gegner durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das ist vielleicht ganz gut, dass es durchfliegt. Oh, wir haben keinen Schaden genommen. Ich bin stolz auf mich, dass wir das so gut geschafft haben. Und das hier ist... Okay, wir kriegen noch mehr komische Items. Because komische Items are komisch. Autsch, das war... Oh Gott, ernsthaft. Das war mehr als dämlich. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, was geht hier ab? Was geht hier ab, Leute? Das ist ja mal ganz, gar nicht witzig irgendwo, wenn ich mal so sagen darf. Das ist nicht so witzig, wie ihr vielleicht denkt. Nee, es ist nicht witzig. I'm not at lachen und so. Okay. Ja, wir kriegen auf jeden Fall ein paar komische Items noch, die kein Mensch braucht. Aber auch so, wir bekommen sie, ne? Autsch. Okay, okay. Dann geht immer eins kaputt. Geht beide kaputt, ist auch eine Idee. Und nichts bekommen, das ist ja freundlich. So, das hier ist ein Luftpumpenraum, den kann man auch einfach mal schnell so beenden. Okay, dankeschön. Oh yeah, bloody lost. Wir kennen es noch aus dem letzten Run. Ich will aber eigentlich keinen Schaden nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, nehmt beide Schaden. Seid beide des Todes. Oh Gott. Kommt schon, stirbt wenigstens einer von euch mal. Danke. So, sehr schön. Oh, da oben ist noch ein Stück Kacke. Da oben ist noch ein Kacke. Gut. Okay, das ist nicht das Problem, auch wenn ich gerade Schaden genommen habe. Scheiß Dreck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Oh yeah. Cool. Wie wär's hier mit The Hanged Man? Na, toll. Ganz großes Kino. Wir haben The Hanged Man. Ich bin so stolz drauf. So, stirb. Stirb mal schnell. Du hast ja nicht viel Energie. So, sehr schön. Ja, ich finde, wir kommen noch recht weit. Wir werden den Run zwar wahrscheinlich wieder nicht beenden können. Aber wir kommen trotzdem recht weit und das finde ich schon mal ganz gut. Es war ein guter Ansatz. Wenn man jetzt ein bisschen mehr, naja, ein bisschen mehr Energie noch hätte, wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen. Aber uns hat es ein bisschen an Energie gefehlt. Okay, das könnte man sogar auch noch schaffen, ohne Schaden zu nehmen hier. Wow. Komm, ja. Sehr schön. Noch ein paar Items. Stomp. Okay, sehr schön. Okay, das sollte man auch hinkriegen, ohne Schaden zu nehmen. Hoffe ich mal. So. Eieieiei. Ja, okay. Da haben wir The Stars und... Woo, The Dead Bird. The Stars bringt mich wohin? Okay, zum Anfang oder so. Oh nein, nochmal eher. Ach, ich hasse ihn so sehr, ne? Es ist ein... schrecklicher Boss. Ich nehme einfach mal meinen Schutz wieder hierfür. Weil ich ihn hasse. Einfach nur, weil ich ihn abgrundtief hasse. So. Oh, Mann. I don't like greed. I'm a greed hater. I'm a really big hater of greed. Ja, wir machen aber eigentlich, finde ich, ganz gut Schaden. Und Steam Sale, das ist es, was wir hier unten gebraucht haben. Ein Steam Sale, oh ja. So, kommt. Kommt. Bleibt weg, ihr Bomben. So. Nein!
fuck. Zum Glück bin ich so schnell, ey. Da kann man wenigstens ein bisschen ausweichen. So, da haben wir noch einen Speed und einen Shot Speed Up, okay. Okay. Oh Gott, Daddy. I don't like Daddy. Daddy kann so unberechenbar sein, finde ich. Und das macht ihn, finde ich, zu einem richtig doofen Gegner. Deswegen mal ein bisschen schützen hier. Und wir kriegen nichts. Ich würde sagen, bevor wir zum Boss gehen, da oben ist noch ein Raum. Den nehme ich einfach noch mit in der Hoffnung, ich kriege vielleicht noch irgendein Item, was das Ganze hier rausreißt. Das wäre auf jeden Fall ganz nett. Autsch, so unnötiger Schaden. Das war kein besonders schwerer Kampf und da wollen wir mal. The Lamp. The Lamp ist so ein richtiger Drecksack-Gegner. Er sieht so unscheinbar aus, finde ich. Aua. Er sieht so mega unscheinbar aus. Und das macht ihn so schwer. Komm. Tu es mir an. Ich meine, tu es mir nicht an. Komm, du bist doch schon tot. Ja, I did it. Bam, Leute. Ich habe zum ersten Mal diesen Gegner gepackt. Ich war zwar schon mehrmals hier. Und ich fand auch immer, dass der Gegner nicht besonders schwer ist. Aber ihn aber trotzdem nie geschafft, weil ich nie besonders gute Items hatte. Leute, wir haben den Run komplett geschafft. Ab dafür. Yo. Drücken wir mal weg. So, sehr schön, Leute. Wir haben ganz schön viel erreicht. Wir haben einige Sachen freigeschaltet. Wir haben das erste Mal, oder ich habe das erste Mal hier The Lamp, habe ich besiegt. Wir haben jetzt noch zwei Endings. Eins in der Truhe und das ultimativ letzte Ende wahrscheinlich. Und ja, wir haben das Knife freigeschaltet. Das ist auch sehr schön. Und ja, ich würde sagen, guck mal, mir fehlt sogar immer noch ein einziges, nein, so noch zwei Challenges. Und ich hätte halt immer noch gern das Buch mit Isaac, den Würfel meine ich. Schreibt mal in die Kommentare, wie man den kriegt. Ansonsten, Leute, das war's mit dem Run. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, Anmerkungen, Tipps und weiteres in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit irgendwas Coolem. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschaußen.